Hamburg European Open. Natürlich gibt es nicht nur hinter den Kulissen viel Spannendes zu entdecken. Auch unsere Public Area hat super viel zu bieten. Und was genau, das wollen wir euch heute mal ein bisschen zeigen. Denn auch neben den Spielen und neben dem Center Court gibt es hier ganz, ganz viele Stände mit Essen, mit Sachen, die man kaufen kann und super viel zu erleben. Und das gucken wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Die erste Anlaufstelle für unsere Besucher ist meistens hier unser Infopoint und hier gibt es alle wichtigen Informationen für unsere Gäste, was das Turnier betrifft. Wie viel war denn hier in den letzten Tagen schon los? Also ich sag mal, am Wochenende war noch eher weniger los, es war ja auch nur noch die Qualifikation, aber jetzt gestern hatten wir einen Riesenansturm, dass wir tatsächlich überhaupt gar nicht mehr hinterhergekommen sind mit dem Kassieren und der, mit den Informationen. Das war wirklich unglaublich. Und ihr habt ja hier auch einen kleinen Fanshop. Was gibt es denn hier so für Produkte zu kaufen? Eigentlich gibt es hier eigentlich fast alles zu kaufen. Wir haben hier so eine große Reisetasche, verschiedene Handtücher, Cappies, Socken. Bei dem Wetter auch Fächer natürlich, immer gut zu gebrauchen. Und dann haben wir hier noch die La 40 heißt es. Das ist ein Hamburger Unternehmen, die recyceln eben diese Spiel- oder Sichtblenden, die immer an den Tennisplätzen hängen mit der Werbung drauf. Die kriegen sie zugeschickt von den Tennisvereinen und das wird dann recycelt in Taschen, Kosmetiktaschen, Schlüsselanhänger. Das verkaufen wir hier auch. Damit unsere Besucher und Gäste natürlich auch nicht vom Fleisch fallen, gibt es hier super viele Stände mit Essen und Verpflegung. Natürlich gibt es die klassische Bratwurst mit Pommes, aber auch Burger, Flammkuchen oder zum Beispiel unseren Edeka Grand Slam mit Früchten, Joghurt, Nüssen und ein bisschen gesunder Verpflegung. Auch unsere Kleingäste dürfen hier natürlich nicht zu kurz kommen und deswegen gibt es hier eine ganze Kids-Area mit Tennisplätzen, wo sie die Kleinen sich selber ausprobieren können und hier einer großen Spielwiese, wo genug Platz ist, damit die Kleinen auch ihren Spaß haben. Was es hier auch gibt, ist eine ganz coole Aufschlagecke da hinten vom DTB und da können sich alle mal an ihrem Aufschlag probieren und gucken, wie schnell man dabei wird. Und es gibt auch noch eine ganz coole Aktion. Derjenige, der den schnellsten Aufschlag am Tag macht, darf am Ende des Tages auf dem Center Court einen Aufschlag eines Topspielers retournieren. Das war's aus unserer Public Area. Morgen gucken wir uns mal den offiziellen Shuttle-Transport an, wo die Spieler vom Turnier bis zum Hotel gebracht werden. Das wird bestimmt auch noch mal ganz spannend. Ich hoffe, ihr seid dabei und wir sehen uns dann morgen wieder.